Viele Dinge gehen gut, bis sie eben nicht mehr gut gehen, womit wir beim heutigen Handelsgeschehen wären, denn es startete ziemlich gut wieder. Futures im Positiven, der DAX mit einem neuen Jahreshoch über der Marke von 15.600, aber dann brach das irgendwie ab. Warum brach das ab? Warum sind die Märkte dann nach unten gegangen? Das will ich in diesem Video zeigen. Wir haben jetzt eine Konstellation, die ich als, ziemlich gefährlich klassifizieren würde. Warum, versuche ich in diesem Video mal zu zeigen. Hier ein Bericht von Bloomberg. Stocks erase gains amid worrisome treasury signals. Also aufgrund von sorgenmachenden Signalen von den Anleihemärkten. Was ist damit gemeint? Nun, wir sehen die Invertierung der Zinskurven, etwa die 2- und die 10-jährige US-Staatsanleihe. Neue Allzeittiefs oder neue Rekorde bei dieser Invertierung. Mit anderen Worten, ein Rezessionssignal ist jetzt so derartig angesprungen wie seit den 1980er Jahren nicht mehr. Gleichzeitig geht man dann davon aus, dass bei 5%, das preisen dann die Fed Fund Futures inzwischen ein, nicht Schluss sein wird bei den Leitzinsen durch die Fed. Das ist der zweite Punkt. Und deswegen eben auch die Invertierung der Zinskurven. Und der dritte Punkt ist, dass jetzt der Optimismus wieder so groß ist, dass diese Manie bei den Optionen neue Rekorde erreicht, vor allem bei den Optionen, die am selben Tag noch verfallen. Das Ganze wollen wir uns mal anschauen. Zunächst mal haben wir natürlich nächste Woche, nächsten Dienstag, die Verbraucherpreisdaten. Da der Markt ist oder die Märkte sind komplett fixiert natürlich auf die Fed, aber die weiß wahrscheinlich auch nicht, was sie tun soll, weil sie natürlich auch die Zukunft nicht kennt, aber dementsprechend werden natürlich die Wirtschaftsdaten, werden solche Inflationsdaten umso entscheidender. Die Bullen sagen, naja, wir wollen den Fed Pivot, wir wollen die Wende bei den Zinsen. Die Bären sagen, ja, aber guckst du, es wird dann laut Aussagen der Fed 2023 keine Zinssenkungen geben. All das, diese Fokussierung jetzt auf die Daten, auf die Fed, sorgt natürlich für Volatilität. Wir werden Rallyes sehen, wir werden Abstürze sehen, aber die Abstürze könnten ein bisschen heftig werden, nachdem die Rallye auch relativ heftig gewesen ist. Wir sehen hier, Bank of America sagt, wir erwarten am Dienstag bei den Inflationsdaten plus 0,4%, 6,1% zum Vorjahresmonat. Warum? Weil die Energiepreise wieder gestiegen sind, Gebrauchtwagenpreise, Mieten. Heute der Bericht aus New York, neue Rekorde für Manhattan und so weiter und so fort. Und wir sehen, Core Services should remain sticky at 0,5%. Und das ist ja das, was die Fed besonders achtet, die Kernrate im Dienstleistungssektor. Also das ist so ein bisschen die Erwartung. Gucken wir auf die Fed, da sehen wir, im Jahr 2020 hat sie uns gesagt, die Inflation wird nicht steigen. Dann hat sie gesagt, die Inflation ist zwar gestiegen, aber sie ist vorübergehend. Dann die Wende von Paul, okay, die Inflation ist nicht vorübergehend. Dann hat uns die Fed in Gestalt von Jerome Powell erzählt, some pain is needed. Es wird Schmerzen geben und es könnte eine Rezession kommen. Dann September 22, Inflation ist außer Kontrolle. Jetzt heißt es, Disinflation habe begonnen. Das ist sozusagen das neue Transitory und das werfe ich Jerome Powell vor, dass er im Grunde jetzt ein neues Mantra gefunden hat, das sich wahrscheinlich als ebenso falsch herausstellen wird, wie diese ganze Geschichte mit Transitory. Und die Bullen sind zurück. Hier sehen wir mal AAII, also die Umfrage unter private Investoren in den USA. Das erste Mal seit einem Jahr wieder die Bullen im stärksten Camp. Jetzt die Stimmung so bullisch wie seit November 2021 nicht mehr. Siehe da, siehe da. Und diese ganze Rallye seit Oktober, sagen wir mal, die hat ja begonnen eigentlich mit dem Dow Jones. Es waren die Value-Werte, die zunächst nach oben gegangen sind und dann später Value-Werte gar nicht mehr so gelaufen. Dann kam vor allem Tech stark ins Spiel. Hier sehen wir mal den Vergleich zwischen Eurostox 50, also dem europäischen Index, und dem Dow Jones. Der Dow Jones hier rot. Wir sehen, der Dow Jones kommt nicht so wirklich weiter, aber die europäischen Märkte sind weiter gestiegen. Wir sehen, dass das Absicherungsbedürfnis auch in Europa, vor allem aber in den USA, dazu gleich, auch in Europa immer mehr steigt. Wir sehen, dass Hedge-Positionen gekauft werden, also man sichert sich gegen eine steigende Volatilität ab. Unten im Chart sehen Sie, kein Wunder,
Diese Absicherungen sind günstig, weil die Volatilität eben so niedrig ist. Auf der anderen Seite will man auch jeden Dip kaufen. Das ist so ein bisschen das Paradox. Aber hier sehen wir der VWIX, also die Volatilität des WIX. Die Volatilität der Volatilität ist zuletzt deutlich gestiegen. Wir haben jetzt den höchsten Stand seit Oktober 2022. Das bedeutet, dass Hedging-Aktivitäten deutlich zugenommen haben. Man sichert sich also gegen fallende Märkte verstärkt ab. Und auf der anderen Seite sehen wir diese Optionsmanie. Es ist inzwischen so, dass sage und schreibe 70% dessen, was am Aktienmarkt bewegt wird, über Optionen bewegt wird. 70%, das ist also ein entscheidender mechanischer Faktor, der wahrscheinlich auch die Rallye ein Stück weit erklärt. Denn wenn die Leute auf Calls gehen, die Market Maker sich absichern müssen, das Underlying kaufen müssen, um keine Risiken einzugehen, dann hast du praktisch so eine Spirale nach oben. Aber du kannst eben auch diese Spirale nach unten haben. Dementsprechend könnte das, wenn das Ganze schief geht, ziemlich heftig werden. And when the crash happens as it will, the people in charge of governing all of werden dann sagen, naja, hätte es nur Warnsignale gegeben, wir haben die Warnsignale. Hinterher werden sie alle wieder sagen, ach Mensch, konnte doch keiner wissen, dass die ganze Geschichte schief geht. Man muss letztendlich verbieten, dass diese Optionen am selben Tag noch gekauft werden können, beziehungsweise die Optionen, die am selben Tag auslaufen, noch gekauft werden können, die können verkauft werden. Wer also Optionen hat, der kann die natürlich noch verkaufen, aber man kann sie nicht neu kaufen, sonst kriegst du praktisch diese, naja, Zocker-Geschichten nicht aus dem Markt, die dann letztendlich zu völlig erratischen Bewegungen führen. Der Short Squeeze könnte inzwischen beendet sein. Das sind hier Daten, die Real Investment Advice hier zeigt. Und wir haben jetzt ja so eine Wedge gehabt, eine aufsteigende Wedge. Hier ist die Trendlinie zunächst mal gebrochen. Aber es dürfte volatil bleiben bis Dienstag. Denn Fed datenabhängig, das hat der Jerome Powell ja sehr, sehr klar erklärt. Also entscheidend, wie kommt die Inflation rein? Und natürlich Belastungsfaktor, vor allem für den Nasdaq heute, Google. Weitere 5%, 6% nach unten, nachdem es gestern ja schon 8% nach unten ging. Da haben viele dann in den Kommentaren gesagt, ach, morgen wird das sofort wieder raufgekauft. Nein, damit hat Google jetzt mal eben 150 Milliarden an Marktkapitalisierung verloren. ChatGPT alleine ist nur mit 30 Milliarden bewertet, das muss man sich mal vorstellen. Also Google hätte fünfmal ChatGPT kaufen können mit diesen Verlusten, dann hätte man die wahrscheinlich auch vermieden. Google verhält sich, als würde niemand mehr Google nutzen, was natürlich nicht der Fall ist, aber Google hat eben mehr verloren als 420 der S&P 500 Unternehmen insgesamt überhaupt auf die Waage bringen. Ein einziges Unternehmen hat mehr an Marktkapitalisierung verloren als über 80% des gesamten S&P 500, der mit Abstand ja der schwerste, marktschwerste Index der Welt ist. Das muss man sich mal vorstellen. Hier sehen wir unten die Bewegung bei Google. Und oben sehen Sie mal, Stand Handelsschluss gestern Abend, was da bei Google, zum Beispiel bei Alphabet, zweite von oben los ist. Hier sehen wir, dass 38% Puts, aber 62% Calls der Fall waren. Diese Calls, die dürfte es heute zerrissen haben. Und wir haben überhaupt einen massiven Überhang an Calls auf einzelne Aktien. Wie gesagt, da könnten Enthebelungsprozesse eben stattfinden. Hier sehen wir mal diese Zinskurve. 2- und 10-jährige Anleiherendite so invertiert wie seit den frühen 80ern nicht mehr. Gleichzeitig die Zinsen weiter steigend und dürften auch weiter steigen. Morgan Stanley hat jetzt mal einen Zyklusindikator rausgebracht, heute veröffentlicht, der sagt, wir rechnen mit einer Downturn-Phase der Wirtschaft, also werden wir uns defensiv positionieren. Das wäre eine Idee, zumal wir sehen, dass die Earnings per Share Growth jetzt nicht mehr wächst, sondern sinkt. Also das Gewinnwachstum geht zurück. Die besten Zeiten sind ein bisschen vorbei. Und eins darf man nicht vergessen, der Markt ist jetzt teurer, als er war, nämlich der S&P 500 hat ein höheres KGV, als er es hatte, als wir im Januar 2020 bei 4.800 Punkten im S&P waren, also deutlich höher standen. Aber dadurch, dass sich die Gewinnsituation deutlich verschlechtert hat, Gewinn pro Aktie,
ist eben der Markt dann umso teurer geworden. Jetzt sehen wir, dass die Earnings Yield, also die Gewinnrendite, wenn man so will, jetzt höher ist als die nicht mehr höher ist als die Leitzinsen. Ein absolut ungewöhnlicher Vorgang, den hatten wir zuletzt in der Finanzkrise. Und auch seltsame Bewegung, Corporate Bond Yields, also die Renditen für Unternehmensanleihen, sind jetzt niedriger als der Leitzins der Fed. Auch das ist das erste Mal seit 30 Jahren. Mit anderen Worten, diese Unternehmensanleihen sind auch brutal teuer. Also man kaufte da hohe Preise mit großem Risiko, könnte man sagen. Kommen wir noch zum internationalen Geschehen, meine Damen und Herren. China hat den Amerikanern vorgeworfen, einen Informationskrieg zu führen. Es sei unverantwortlich, was Joe Biden gesagt hat. Aber, meine Damen und Herren, interessant, wir haben bei Finanzmarktwelt heute einen Artikel gebracht, der zeigt, dass China schon mal einen Spionageballon der USA abgeschossen hat, nämlich im Jahr 1974. Werde ich ihn unter dem Video verlinken als Artikel. Hochspannende Geschichte. Die Chinesen haben ja von einem Präzedenzfall gesprochen, also das erste Mal vorgekommen. Nein, die Chinesen waren es, die das erste Mal einen Spionageballon abgeschossen haben. Und das US-Militär sagt jetzt, es gibt über Ballons in über 40 Ländern und die seien mit dem chinesischen Militär verbunden. Jetzt diese ganze Geschichte mit Nord Stream 2. Hier ein Artikel, der sich ein bisschen kritisch mit Seymour Hersh auseinandersetzt, dieser Investigativjournalist, der ja sagte, naja, die Amerikaner mit den Norwegern waren, die Nord Stream 2 gesprengt haben. Warum ist dieser Artikel nur bei Substack erschienen, also praktisch auf einer Social-Media-Plattform, nicht bei einer Zeitung? Nun, ich vermute schon deshalb nicht, weil diese Zeitung dann Ärger bekommen hätte. Das ist ja, wenn man so will, aus amerikanischer Sicht Vaterlandsverrat, wenn es wirklich so gewesen wäre, was wir nach wie vor nicht wissen, aber es ist auf jeden Fall schon mal eine ziemlich detaillierte Aufstellung, was da passiert ist. Die muss man sich erstmal aus den Fingern saugen, würde ich sagen. Und ich soll ja immer auch mal was Positives sagen. Ich mache ja immer nur negative Nachrichten. Der Fugmann, das ist immer nur negativ. Dabei gibt es doch so viel positive Nachrichten. Jawohl, meine Damen und Herren. Siemens hat die Prognose für das Jahr 2023 erhöht. Das ist schön, das ist schick. Wir haben heute ein neues Jahreshoch gesehen beim DAX. Und es wird in den nächsten 5.399 Tagen jeden Tag ein neues Jahreshoch geben. Das kann ich fast garantieren, meine Damen und Herren. Wir haben heute dann die Inflationsdaten gesehen, die niedriger ausgefallen sind als erwartet. Allerdings sind diese deutschen Zahlen total unvollständig. Da ist praktisch nur so eine Art Rohgerüst veröffentlicht worden. Wichtig aber ist, dass bei diesen Daten noch eigentlich nicht das passiert ist, was hätte passieren sollen, nämlich dass man den Warenkorb anders gewichtet. Das wird erst bei den nächsten Inflationsdaten aus Deutschland dann geschehen. Wichtig ist zu wissen, dass hier freizeitnahe Dienstleistungen stärker gewichtet werden und die sind besonders teuer geworden. Restaurants zum Beispiel, Hotels, Pauschalreisen und so weiter und so fort. Verkehrsverbindungen, also Verkehrskosten im weiteren Sinne. Abschließend, meine Damen und Herren, den ersten Artikel hatte ich schon empfohlen, nämlich, dass die Chinesen die ersten waren, die einen amerikanischen Ballon abgeschossen haben. Zweite Empfehlung, Hans-Werner Sinn, wer ist eigentlich an der Inflation schuld? Wieder luzide Aussagen aus meiner Sicht von Hans-Werner Sinn, unbedingt angucken, wie auch den China-Artikel lesen und The Big Short kann man mit ETFs auch nicht unbedingt auf einen Crash, aber auf einen Abverkauf wetten. Ist das ein gutes Instrument? Diese Frage wird in diesem Artikel bewertet. Also drei Empfehlungen. Ich sage jetzt erst einmal Servus und Ciao.